Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier beim King of Retail. Wir müssen heute unbedingt mal schauen, dass wir ein paar Mitarbeiter, also von den Verkäufern, in ihre Zonen reinbringen. Ich habe jetzt auch nochmal, man sieht es, wenn ich ganz hier hinter gehe, nochmal Leute eingestellt und ein paar auf Kurs geschickt. Ist einfach notwendig. Also wir haben auf jeden Fall noch Kasse mit dabei, wir haben Verkäufer mit dabei. Helen ist jetzt halt im Grunde schon komplett ausgebaut, von daher brauche ich bei der nicht sehr viel machen. Ich habe überlegt, ob ich mir die vielleicht auch fürs Headquarter nehme, aber ich weiß es noch nicht. Die ist im Grunde schon sehr gut ausgebaut, ne? Ich kann es mir vielleicht mal mit hier mit reinschreiben. Das ist ja, nimmt ja keinen Platz weg. Zum Glück haben die wirklich das Notizenfeld sehr groß gemacht. Also ich könnte da auch eine ganze Biografie mir erfinden für und den reinschreiben. Okay, Werbung habe ich eine geschalten. Diesmal bin ich mal auf Fashionland gegangen. Aber ansonsten ist alles eingerichtet. Von daher gehen wir jetzt halt mal in den Laden, weil ich muss unbedingt schauen, dass wir das gebacken bekommen. 13.600 gehen tatsächlich rein, ne? In den Konzern. Das ist schon nicht schlecht. Ungefähr 3.000 bis 4.000 haben wir auf jeden Fall hier im Laden behalten, weil wir schieben ja 80% rüber, ne? Jawohl, passt. Wir gehen 206.000 schon wieder, ne? Das ist Wahnsinn. Wir gehen nochmal rein und dann stellen wir uns mal unsere Leute in die Verkaufsgebiete. So, und das mache ich auch, indem ich da gleich damit loslege. Und zwar im Bereich B, sprich da hinten bei den Handys, habe ich den Sven Grunwald. Kein Verkäufer da. Moment, Sven. Sven Grunwald, Arbeitsbereich. So. Eigentlich könnte ich den auch nur wirklich auf die Handys beschränken und die Schuhe jetzt erst einmal weglassen, weil die braucht er nicht mit bedienen. Das geht hauptsächlich darum, um diese Sachen. Damit habe ich den Sven. So, dann kommt als nächstes der Karsten. Der Karsten. Im Bereich C, das ist natürlich dann der Laden hier. So, das gehört natürlich mit dazu, ist klar. Die sind halt dann ja für die beiden Gebiete im Grunde okay. Also auch dich habe ich dann. Dann kommt die Karina Opitz. Die hat... Nee, die ist in... Ach, Tina Bohn. Ups. Karina, da. Arbeitsbereich. Die wieder mit ihrem Daumen gewedelt. Das ist echt viel, ne? Karina ist im Bereich D, sprich hier hinten bei dem Computer Store. Ups. Zack, 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 zack. So. Dann hätten wir die Karina eingerichtet. Ich finde es echt gut mit dem Einrichten und ich finde es auch gut, dass ich jetzt so den Überblick habe. Dann haben wir den Georg Steinke. Und der hat natürlich den Bereich E. Ich weiß, dass es von der Reihenfolge her hier sinnvoll wäre mit E, ne? Aber es ist einfach ein Part, der noch nicht freigeschalten ist und von daher mache ich halt jetzt einfach hier. Fertig. So. Nee, da lasse ich ihn dann raus. Also das wird dann später der Bereich F sein. Da habe ich auch schon einige eingeteilt zumindest von den Verkäufern, aber das kommt dann erst, wenn das eingerichtet ist. Und dann gehören nämlich auch die drei hier mit dazu. Deswegen lasse ich den als Verkäufer jetzt halt hier drin, ganz klar. Den Georg Steinke. Georg, ja, habe ich eingerichtet. Passt. Wenn er nicht gerade in Pause ist, dann müsste er da... So, dann haben wir zumindest schon mal ein paar in der Frühschicht mit rein.
So, die anderen von der nächsten Frühschicht, da habe ich dann den, den Live. Jawohl, der Live, der ist im Bereich D. Den habe ich sogar schon eingerichtet. Das ist super. Ich gebe dir nur noch diesen Bereich mit dazu. Ich habe den nur anscheinend wieder mal nicht eingetragen, der Live. Und dann habe ich noch die Maike Dietrich. Und die müsste dann da hinten wieder sein im Sport. So, das ist cool. Ich finde das so cool. So, damit ist Maike auch eingerichtet. Jawohl, super, das Ace läuft jetzt. Ich bin schon ein bisschen jetzt im Flow, wie man so schön sagt. Warte mal, ich muss mal ganz kurz selber einräumen, dass ich das da erhöhen kann vom Mindestlager. Weil die werden nämlich alle verkauft, von daher mache ich da auch 15 draus für das Mindestlager. So. Hey, have a minute. Dann, wo habe ich meine Wiederbefüller hier? In dem Bereich. Ich habe 8 Wiederbefüller. Ich müsste eigentlich hier in dem Bereich E haben. Den Frederik Schuster, die Maya Körber. Ja, ja. Frederik Schuster. Ja. Und die Maya Körber. Achso, die ist noch nicht da, ne? Aber der Frederik? Du bist der Frederik, oder? Ja. Warum füllst du jetzt da bitte? Hä? Es kann ja wohl nicht so schwer sein, den Bereich hier zu überblicken, oder? Ja, der nächste Daumenwedler. So, dann ist echt so langsam wirklich viele eingerichtet, wenn nicht sogar schon fast alle. Wiederbefüller, ey. Das ist Wahnsinn. So, wir haben die Eileen Hart. Eileen, dein Arbeitsbereich ist im Bereich A, sprich Schuladen. Hey, a little help. Thanks. Thanks, hey. Thanks. So, damit habe ich die Eileen eingerichtet. Wow, damit habe ich jetzt alle Wiederbefüller in ihre Zonen verwiesen. Und habe dann, ja, durch das, dass der Bereich F noch nicht besteht, habe ich da nochmal 3, die so rumrennen. Und ich habe nochmal 7 Leute, die auch so unterwegs sind. Also klar, jetzt im Moment sind nicht so viele da, es sind auch welche auf Schulung. Aber wir haben auf jeden Fall einiges an Wiederbefüllern da. Wir haben gerade 13 Verkäufer am Start. Heftig. Aber es läuft, ne? So, dann habe ich mir gedacht, okay, wir bräuchten eigentlich schon eine weitere Kasse, weil ich aktuell so viele... Ja, schön, wie du da rumwedelst. Da möchte ich aber jetzt die Kasse hinstellen, Junge. Kasse, und zwar brauchen wir noch eine. Die soll dann jetzt auch... Hier soll so eine Kassenzone sein. Ich denke, das kann man machen. Und zwar Judith, dich möchte ich jetzt mal ganz kurz dann in Pause schicken. Mach mal Pause. Gut, dann kann ich das nämlich hier mal schließen und dann würde ich da gerne die Farben ein klein wenig anpassen, so dass die hier zu dem Bereich passen. Ja, warum nicht? Die Farbe und es würde hier vorne eigentlich dann weiß auch ganz gut passen, oder? Oder mal eine ganz krasse Kontrastfarbe. Warum nicht, ne?
das kopieren wir mal. Dann schiebe ich dich nämlich da hinten mit hin. Ich denke, das ist auch in Ordnung. So, dann schicke ich mal die Lara ganz kurz in die Pause. Ich will das jetzt einfach nur hier fertig machen, ne? Du kannst dann schon wieder an eine der freien Kassen gehen. So, zumachen, Design, einfügen. Finde ich doch cool. Da ist ein Tumult, oder? Wahnsinn, wie viele Leute das sind. So, wir haben nämlich bei der Kasse gerade im Moment sind es nur 4, das ist klar. Es sind auch ein paar auf Pause, ne? Lassen wir mal ein wenig schneller laufen. Aber jetzt habe ich 2, 4, 6, 7 Kassen im Grunde, die ich besetzen kann. Ich habe jetzt 6 Kassen dastehen. Also im Grunde sollte das super sein. Vor allem, wir haben ja unsere Springer auch noch. Verena, Judith und Marlina. Judith ist quasi eine Springerin. Und leider kann man die halt nicht einteilen. Ich finde das cool. Das ist irgendwie sehr... Es verläuft mit der Wand. Und dann halt hier so dieser... Das ist cool. Warte mal, könnte man da vielleicht irgendwas machen? Irgendwie einen Aufsteller oder sowas? Da gibt's bloß keinen... mache ich da ein Schild hin? Veränderung? Schauen wir mal. Willkommen bei Bobas. Machen wir mal ein Straßenschild. Lass mich raus. Man muss echt schauen, dass man hier mit rauskommt, ey. Vielleicht ist doch der Eingangs... Ey, lass mich halt mal raus. Das ist ja Wahnsinn. Hilfe! Ich werde erdrückt. Alter. Hier geht's ja richtig zu. So, und ich kann die Schilder nur in dem Bereich da vorne aufstellen, ne? Okay, nee, dann ich verkaufe das Ding wieder. Weil das ist ein Quatsch. Ich überlege nämlich echt gerade, ob ich doch einen anderen Eingang nehme. Ich bin nur ein bisschen schisserig, was das Poster hier angeht, dass das eventuell verschwindet. Von daher nehme ich das jetzt mal mit nach innen und klatsche das jetzt mal hier einfach an die Wand. Es kann halt wieder sein, dass irgendwo eine Kasse offen bleibt, ne? Das ist das Problem. Weil so wie sich hier die Leute durchschieben durch den Laden. Heftig. Hi. Thanks. So. Hey. Have a minute. Also eigentlich kann ich das vom Bestand her so lassen, wie es ist. Dass da noch welche winken wegen Kasse, ne? Wir haben 5 Leute an der Kasse. Hey, excuse me. So, jetzt gucken wir mal noch. Wir sind in der späten Mittelschicht. Verkäufer, wen habe ich jetzt noch nicht eingestellt? Ich habe jetzt zum Beispiel zu wenig im Bereich C. Mohammed, bist du schon da? Da ist er ja. Der Mohammed. Der soll bitte den Arbeitsbereich C machen. Zwar hier vorne. Ich will doch nur den Bereich markieren. Hey, have a minute. Thanks. So, damit haben wir den Mohammed eingeteilt. Dann müsste noch da sein, der Tore. Nein, der ist nicht da, weil der hat nämlich die... Hey,
Pause jetzt gerade, glaube ich. Dann Greta? Auch nicht. Warte mal. Viktor? Schauen wir doch mal. Viktor Schade habe ich auch noch nicht eingeteilt. Der ist im Bereich B. So. Damit haben wir den Viktor Schade eingeteilt. So, wen haben wir noch? Haben wir den Tore jetzt da? Nein. Greta, auch nicht. Yvonne, die habe ich schon alle. Yvonne Fritsche habe ich schon. Miriam habe ich schon. Lea habe ich schon. Also im Grunde muss ich jetzt nochmal auf den Tore warten, wobei ich nicht weiß, ob der jetzt nur Pause hat oder... Ja, der hat schon Feierabend. Also die letzten jetzt halt aus der Schicht Tore, wie jetzt der einzige noch. Aber ansonsten habe ich die Spätschicht schon komplett eingeteilt. Da ist echt alles schon weg, ne, oder? Hm? Wo ist mein Wiederbefüller? Mein Warnbefüller hier in dem Bereich B ist Julia Hermes. Julia. Da bist du. Ach, du warst in Pause, oder? Ich beobachte dich jetzt mal. Thank you. Na, du sollst nicht mir den Daumen zeigen. Ich beobachte dich. Das, ganz unauffällig mache ich das. Das siehst du doch. Meine Kleine. So. Jawohl, schön machst du das. Jawohl. Kriegst eine 1 mit Stern. Ja, das passt. Die ist schon da. Die war jetzt nur in Pause und dann ist klar, ne? Bei den Pausenräumen bin ich mir halt ein bisschen unsicher, wenn ich da mehrere mache, dass dann eventuell die, die hier vorne arbeiten, vielleicht nach hinten laufen. Ne? Wenn ich jetzt da hinten sage, ich mache noch einen Pausenraum hin oder so, keine Ahnung. Ich könnte auch das da als Pausenraum definieren. Das komplette Ding hier. Könnte ich auch machen, ne? Anstatt hier vorn. Dann könnten wir den Schuhladen vielleicht noch vergrößern, weil Schuhe kommen noch einige mit dazu. Wenn wir erst einmal die Damenschuhe mit dabei haben, dann können die vier Felder locker in den Damenschuhbereich mit überfließen. Ist schon wieder zu, Alter. 938 Artikel für 51.000. Ist das brutal. Ja, geh heim. Wahnsinn. So, es ist schon, ne, die Löhne, Mitarbeiter 4.800, den Tag vorher waren es irgendwas um die 6.000. Da kommt schon was zusammen, ne, bei so vielen Mitarbeitern. Es sind, glaube ich, 90 Mitarbeiter. Die ich jetzt hier drin habe im Laden. Und ich bin echt froh, dass ich das angefangen habe mit dem... Ah, cool. Mit der Excel-Liste. Jawohl, die sind auch bald durch. Greta. Machen wir mal die Freundlichkeit erst, ne? Also im Grunde läuft ja der Laden jetzt halt hier recht gut. Wir haben unsere Kassenleute eingerichtet. Da sind noch welche. Moment. Ah, du bist ausgeschult. Das ist gut. Was habe ich bei dir hingeschrieben? Geh früh Kasse. Früh Michaela Schenk, jawohl. Oder Michelle Schenk. Michelle Schenk, ja. Hab's richtig geschrieben. Dann könnte ich dich in der Früh 5 Stunden und jetzt muss ich nochmal gucken, wo du dann deine Pause hast.
Weil das ist ja auch alles bei mir definiert, ne? Früh, mittel, spät, früh, mittel, spät. Das ist dann früh. Das muss ich da sogar noch reinschreiben. Pause. Früh. So, dann hast du frühe Pause. Zack. Passt. So, Nikolai, musst du nochmal auf Schulung? Nee, der muss auch nicht mehr auf Schulung. Das ist super. Der ist dann natürlich mittel. Ups, das war eins zu viel. Der hat dann diese Schicht hier. Und auch du hast die frühe Pause, weil ihr seid ja alle in einem Bereich. Und da haben alle Schichten dann diese Pause. Du musst nochmal. Also schicke ich dich nochmal auf Kurs. Das ist aber eh der letzte Kurs. Dann kann ich dich jetzt gleich in die späte Schicht schieben. Dann habe ich das alles nämlich schon fertig. Doch das, dass der jetzt auf Kurs geht, dann kommt der zurück und es ist gut. Dann kann der sofort anfangen loszuwerkeln. So, und wie euch ja auch schon aufgefallen ist, ne, die Mitarbeiter, die sind alle nach dem Tag alle wieder voll positiv. Finde ich auch positiv, also von daher ist es in Ordnung. So, Wiederbefüller. Mal wieder einen Kranken, aber die Kranken fallen jetzt gar nicht mehr so auf. Das ist, die gehen unter im Grunde. Weil es ist immer jemand da, der hier auf jeden Fall noch im Verkauf mit unterwegs ist. Und alleine da, wenn ich mir das jetzt schon anschaue, ne? Das ist heftig. So, kann ich dich nochmal schulen? Jawohl, du kannst nochmal auf Schulung gehen. Aber dann gucken wir gleich, weil das ist der letzte Tag Schulung. Du kommst in die A. Chill Münch. Jawohl. Frühe Mittelschicht. Sprich ab hier. Und du hast die Pause in der Früh. Stimmt schon, ne? 5 Stunden mit Pause, 5 Stunden Pause, jawohl, passt. Ups. Und wenn die dann auch noch in ihrer Zone eingeteilt ist, dann ist es ja perfekt. So, genau, die ist auf Kurs. Eileen, kann ich dich nochmal auf Schulung schicken? Nein, du bist jetzt halt voll geschult. Sprich, du kommst in die frühe Mittel in Bereich B. Das heißt, auch du kommst in diese Schicht hier. Müsste passen, oder? Ja, passt. Früh, mittel im Bereich B, Eileen Reichel. Jawohl, Pause in der Mittel. Die Excel-Liste ist echt so gut. So, Lasse Kübler. Kannst du nochmal? Nein, du bist jetzt auch ausgeschult. Lasse Kübler ist auch in der frühen Mittel im Bereich C. So, und der Bereich C, der macht dann die späte Pause. Ich muss ja immer schauen, dass ich möglichst die Leute richtig koordinieren, ne? Dass die nicht auch gleichzeitig in die Pause gehen. Wobei natürlich, wenn ich jetzt halt hier nochmal auf 14 Uhr gucke, ah, da ist jetzt halt auch mal mehr jemand auf Pause, ne? Das ist cool. Ups. Ja. Deswegen habe ich das nämlich auch so gemacht, nach den Abteilungen, also nach den Bereichen. Ich will immer mit der Maus runter und euch das Bild zeigen, weil ich es genau da unten reingeklemmt habe beim zwischen Tastatur und Bildschirm. So, kannst du nochmal auf Schulung? Jawohl, du kannst nochmal auf Schulung, aber danach bist du auch fertig. Das heißt, du kommst dann in den Bereich D,
Tamara Reiser, jawohl. Bereich D. Frühe Mittel. Auch um 11. Das sind jetzt alles die, die ich noch ergänze, um den Bereich quasi voll zu machen. So, der Bereich D hat jetzt wieder in der Frühpause. So, dann haben wir den Toni. Du kannst auch nochmal auf Schulung, jawohl. Ist ja auch die letzte Schulung bei dir. Also insofern kann ich dich dann auch einteilen im Bereich E. Toni haben, jawohl. Da fehlt mir zum Beispiel noch die frühe Spätschicht mit der Zoneneinteilung. Na, sind schon noch einige. Im Grunde fehlen alle Verkäufer noch. Aber gut, den Bereich F gibt es ja auch zum Beispiel noch nicht. Insofern passt es schon. Also, Toni Hamm, frühe Mittel. Also auch ab 11. So. Und du hast die mittlere Pause in dem Bereich. Passt. Das ist jetzt erst einmal auf Kurs, dann ist er vollgeschult, dann passt es. So, sie ist ja schon eingeteilt. Frühe Mittel, Verkauf, eventuell Headquarter. Passt. Helene Thiele, jawohl. Wahnsinn, echt. Ich habe das ja mal so durch, ne? Das, wenn ich jetzt ja halt mal auf das Unendlich gehe, dann habe ich ja alle drin. Es sind 2, 4, 6, 8, 10, sind schon mal 70, 77, 84. 5, 6, 7, 8, 89 Mitarbeiter. 89 Mitarbeiter, da liegen schon die nächsten Bewerbungen, die auf mich warten. E-Mails, ja, es sind 4 Leute krank, aber wie gesagt, es ist unerheblich. La Fashionable, wie gesagt, es werden Damenklamotten sein. Also kann ich das auch vergessen. Wir schieben 20.000 fast rüber in den Konzerne. Na gut, jetzt habe ich noch keine Werbung gemacht, dann sind es vielleicht noch 17.000, 18.000. So, da mache ich jetzt auch wieder das hier. Ich mache wieder Fashion. Ich mache meine Leute hier rein. Also die Werbung, die möchte ich konstant aufrechthalten, dass ich die immer um 1 überlappe, also um einen Tag, ne? Weil ich meine, es sind 3 Möglichkeiten. Die da liegt halt noch da. Im Grunde könnte die auch gelöscht sein, weil die abgelaufen ist. Und könnte man nämlich sogar 3 Tage einstellen immer für eine Werbung. Die hat jetzt zum Beispiel nur 78%, ne? Dann mache ich das hier mal anders. Dann mache ich jetzt halt hier wieder die Klamotten klein. Weil ich habe nämlich Hemden und Schuhe, habe ich bei der letzten Werbung, bei der da oben, habe ich dann nämlich Hemden und Schuhe mittel gemacht. Und Hosen, Computer und die Mobiles, die habe ich mittel gemacht, klein gemacht. So. Zack. 2 Tage sind 2100. Passt, wir haben noch 131.000. Davon gehen 18.000 weg, also wir haben um die 105.000 bis 106.000. Das ist erwartetes Geld 109.000. Wow. Das ist schon nicht wenig, ne? Wir sind eigentlich schon bei einer halben Stunde. Aber ich will euch nicht einfach so entlassen. Ich würde sagen, wir stürmen nochmal rein in den Laden. Allerdings, Entschuldigung. Allerdings würde ich jetzt halt hier auch mit auspacken, dass ich nochmal einen kleinen Schnitt mit reinmache. Und dann schaue ich mal, dass ich noch vielleicht den ein oder anderen Verkäufer in seine Bereiche delegiere. Mir ist gerade so aufgefallen, wo ich am Auspacken bin, dass die kompletten Sachen jetzt diesmal total durcheinander sind. Also in den Packungen ist nichts irgendwie mehr sortiert nach Hosen, Schuhe und so weiter, sondern das ist jetzt wirklich das Kuddelmuddel. Also da ist nichts irgendwie in der Sortierung, wie man sieht. Mir noch gar nicht aufgefallen, so wirklich.
Achso, jetzt dachte ich mir, warum ist denn jetzt die Kasse da vorne offen? So, ich würde gerne noch Verkäufer reinbringen. In den Verkaufsbereich F brauchen wir ja nicht. Wir haben im Grunde nur die zwei mittleren Schichten. Also die frühe Mittel und die späte Mittel, die noch nicht eingeteilt sind auf ihre Bereiche. Ansonsten haben wir die Frühschichten komplett eingeteilt und die Spätschichten. Außer den Tore, der nicht, anscheinend nicht da war. Also sind immer noch 2, 4, 6, 8, 9 Verkäufer, die noch nicht ihrem Warenbereich zugeordnet sind. Interessant. Das, was um Zähne hier schon los ist, ne? Ich habe mir auch die Kundenanalyse mal angeschaut im Büro. Und wenn der Laden offen ist, dann geht es gerade mal so einen leichten Peak nach oben. Und die Zeit wirklich ab 9 geht es dann plötzlich immer rapider nach oben. Und dann ist von 10 bis um, ich sag mal, ungefähr 18, 19 Uhr ist konstant die Grafik oben. Fast konstant und das bei allen Berufsbereichen. Echt interessant. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir so viele Leute da haben. Ja, die nehmen alle eine Pause. Eigentlich brauche ich diese Einblendung überhaupt nicht, weil das interessiert mich nicht, wenn die in Pause gehen. Ich kann es eh nicht ändern, ne? Jetzt müsst ihr genau da am Weg stehen, wo, wo die Hauptstraße ist. Na gut, ich warte jetzt mal auf die Jill. Ne, dass die irgendwo chillt hier. So, Jill Münch, Marlina Petri. Marlina haben wir da. Marlina ist im Bereich A. So, Marlina. Du bist hier in dem Bereich als Verkäuferin. Damit habe ich Marlina Petri einmal eingeteilt. Dann haben wir die Jill schon da. Nein. Wir hätten aber Eileen oder Anna Binder. Nö. Ach doch, da, Eileen. Arbeitsbereich. Du bist natürlich im Bereich B. Sprich, du bist hier unterwegs. Im Handyshop. Perfekt. Damit haben wir die Eileen eingeteilt. Muss ich gleich mit Ja hier bestätigen. Dann schauen wir mal. Anna. Anna Binder ist... Ne, die kommt wahrscheinlich erst, ne? 11, 12, 13. Ja, die wird jetzt eigentlich dann kommen, denke ich mal. Wen haben wir noch? Lasse Kübler? Nein. Dann ist der einer der Kranken, Tamara Reiser. Nö, auch nicht. Jona Blum? Jona. Arbeitsbereich. Jona Blum hat den Bereich C. So, damit ist Jona Blum... Ja, das machen wir natürlich auch. Jona Blum haben wir damit auch. Im Bereich C, jawohl. Dann habe ich zufällig die Tamara jetzt da. Hallo Tamara. Nein. Wen haben wir denn da? Toni Hamm oder Greta Späth? Auch nicht? Hm? Greta nimmt eine Pause. Okay, dann muss aber doch der Toni noch irgendwo sein, oder? Oder dann eben die nächste Schicht. Tore Blum. So, Tore Blum hat... im Bereich E. So. Lasst mich doch nur das da markieren, bitte. So, Tore Blum ist damit auch eingerichtet. Damit habe ich zumindest schon mal die Haupt,
tatsächlichen drin. So, wenn Tore Blum da ist, die anderen sind schon eingeteilt. Hey, vielleicht ist Greta noch da. Hey, can you help Greta me? Spät. Hi, spare 2 seconds. Jawohl. Excuse me. Das ist gut. Hey, can you help? Hi, spare 2 seconds. Hey, es sind so viele, ne, die hier am Rufen sind. Hey, got a hey, a little help. So, damit habe ich die Greta auch eingeteilt. Greta spät. Dann ist die Anna Binder vielleicht noch da. Thank you. Hey, hey. Nein, hey, ist wahrscheinlich eine Kranke. Hey, have a minute. Okay, dann habe ich jetzt alle, die jetzt da sind zumindest, eingerichtet. Die anderen muss ich halt dann so nach und nach ziehen. Das ist schon nicht schlecht. Kassen, wie gesagt, kann ich nicht einteilen, aber es sind zumindest alle Kassen besetzt. Vielleicht sollte ich das auch doch so machen. Naja, ich möchte es aber so wie ein Einzelhandel haben, ne? Der einzige ist jetzt... Boah, das wischt schon wieder so, ne? Irgendjemand für die Kasse da? Wir haben 6 Kassen, Leute. Hey. A little help. Hey, can you help me? Hey. Hi. Warum geht da niemand an die Kasse? Thanks. Also der Pausenraum, der ist auf jeden Fall doof gelegen hier. Na komm, mach hin. Ja, sag mal, wie lange brauchst denn du zum Kassieren? Anscheinend hat es die ganzen Werte zurückgesetzt, weil ich bin extrem langsam, was das angeht gerade. Kann das sein, dass wir eine Besuchergruppe haben und ich habe so der, keine Ahnung, die lila Hemden? Fällt mir jetzt nicht ein. Aber das sind extrem viele hier unterwegs. Wo sind denn meine ganzen Kassierer? Wir haben 5 Kassen, weißt du? Und warum sind da so viele verärgert, Mensch? Ich habe gehofft, dass ich das endlich mal ablegen kann. Armin Radke, okay, der ist im Bereich F. Der rennt halt jetzt halt wirklich von vorn nach hinten. Jo, 5 Leute haben auf jeden Fall an der Kasse. Ist im Grunde ja nicht verkehrt, ne? Ja gut, wenn da jetzt halt in dem Sportladen keine Kasse ist, finde ich das jetzt nicht schlimm. Das, was ich eher schlimm finde, ist, dass ich auffüllen kann. Ein komplettes Regal. Nee, da ist auch nichts mehr, da ist nichts mehr da. Wer ist denn in dem Bereich? Alles immer kontrollieren, ne? Im Bereich E ist der Mike Riemers. Hi. Spare 2 seconds. Und der ist nicht da. Naja gut, wie gesagt, wenn da jemand nicht da ist, dann muss eben die Frühschicht herhalten. So, wir haben da die 2 Kassen. Da ist eine Kasse, da ist eine Kasse. Die Kasse ist zum Beispiel auch nicht besetzt. Ich könnte mich ja mal selber mit an die Kasse stellen jetzt. So, machen wir einfach mal auf. Lang haben wir eh nicht mal 1,5 Stunden noch. Dann ist der Laden schon wieder dicht. Das ist halt auch noch das Problem, ne? Dass die sich irgendwie immer da so vorne mit reindrücken. Die haben sich quasi irgendwo anders schon angemeldet für die Kasse. Und wenn dann natürlich der Weg, keine Ahnung, von ganz da hinten in der Ecke nach hier ist, dann ist das natürlich blöd, ne? Das Einzige, was ich halt wieder machen kann, ist mit Verbindungstüren. Könnte zum Beispiel hier an der Wand, da wo jetzt die 2 Hänger sind, könnte ich eine Durchgangstür machen. Vom Plan her würde das gehen. Es sind halt auf der anderen Seite ist diese Abverkaufsregale vor dem Computerstore. Es wäre halt mit einem kleinen Umhängen der Regale notwendig. So, wir haben Feierabend. Kasse ist
zu. Wir schauen mal, wie viele Artikel wir bestellen können. Und 931 für fast 50.000. Das ist nicht schlecht. Nicht schlecht, der Herr. Ja, ich möchte ins Büro gehen. 136.000. 4.614 für die Mitarbeiter. Aber ne, wir haben immer noch 18.000 gehen rüber in den Konzern. Also wir machen richtig gutes Geld. Nicht, also echt nicht schlecht, muss ich sagen. Okay, zum nächsten Mal werde ich das natürlich auch wieder alles vorbereiten, dass wir das nicht jedes Mal mitmachen müssen. Das machen wir dann immer nur so zwischen den zwei Tagen, wo wir reingehen in den Shop. Und dann würde ich wahrscheinlich den Laden erstmal so laufen lassen, wie er läuft, weil die Verkäufer sind zum großen Teil eingerichtet, die Warenverräumer sind eingerichtet, Kassen, die verteilen sich eh so, wie sie Lust und Laune haben, würde ich mal in den anderen Laden gehen, dass wir uns den mal angucken und aufbauen, weil der ist ja auch noch futzerlich klein. Oder wir wechseln den Konzern und... Also wir gehen rüber in den Konzern und ziehen quasi um in ein neues Headquarter, dass wir nochmal mehr Läden aufmachen können. Mir geht es nicht um ein zusätzliches Konzept, mir geht es tatsächlich um einen zusätzlichen Laden, dass wir von den Punkten herkommen. Ich will nämlich endlich diese Frauenklamotten reinkriegen und die Schuhe und so weiter. Okay, ich würde mich jedenfalls freuen über ein Like, über Kommentare und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut, ciao, ciao.